Hattest du mit deinem Motorrad schon mal einen Sturz, bei dem du dich vielleicht sogar stärker verletzt hast und bekommst diesen Sturz einfach nicht mehr aus deinem Kopf? Das ist ein sehr interessantes Thema und viele von uns beschäftigt es. Wir reden über genau das in diesem Video. Bleib dran. So viele Fragen haben mich bezüglich diesem Thema erreicht und ja, es hat eine absolute Berechtigung, dass wir hier jetzt darüber reden. Ich selber bin schon gestürzt, viele von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen das auch und viele von euch sind dementsprechend oft gestürzt und haben seitdem auch dementsprechend Probleme, wieder das Vertrauen ins Motorrad zu finden. Na klar, in erster Linie, wie ich schon sagte, Vertrauen, ein Sturz mindert im Endeffekt das Vertrauen ins Motorrad. Und das ist natürlich ein Riesenthema, weil wir steigen ja auf den Bock und setzen irgendwo unser Leben in Gefahr. Und wenn wir kein Vertrauen haben, stellt sich letztendlich die Frage, warum sollen wir das überhaupt machen? Warum schwindet ein Vertrauen bei einem Sturz? Ich habe mir darüber jetzt länger Gedanken gemacht und ich mache das Video auch schon zum dritten Mal, weil ich bisher noch nicht zufrieden war mit dem, was ich euch erzählt habe. Das ist sehr komplex. Das ist auch ein bisschen Psychologie, muss man dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass wenn das Vertrauen verloren gegangen ist, in dich selbst, ins Motorrad, in alles, was dazugehört, dann ist es in der Regel so, dass du wahrscheinlich nicht weißt, warum du gestürzt bist. Und das ist eines der allerhäufigsten Probleme, das ich von euch oder im Umkreis all der Motorradfahrer und so mitbekomme. Wenn man nicht weiß, warum bin ich gestürzt, dann kann ich es ja auch nicht besser machen. Weil dann ist ja nur immer eine Frage der Zeit. Es ist ja wie ein Lotteriespiel, so nach dem Motto, stürze ich heute nicht. Diese Lotterie, die werden wir nie hundertprozentig wegkriegen, weil letztendlich ist es irgendwo vielleicht auch eine Art Schicksal oder es ist dir vorgegeben oder was auch immer. Aber natürlich, wenn du überhaupt nicht weißt, warum ist es passiert, dann ist es logisch, dass du überhaupt kein Vertrauen mehr zu dem Ganzen hast. Vor allem auch, wenn du vielleicht bei diesem Sturz schwer verletzt warst und dementsprechend lange außer Gefecht dadurch warst und eventuell fehlen dir auch vom Unfall selber ein paar Sekunden. Ich denke, das ist halt dann das Allerschwierigste nachzuvollziehen. Wieso bin ich jetzt gestürzt und was soll ich zum Kuckuck in Zukunft besser machen, wenn ich gar nicht weiß, was ich falsch gemacht habe? Ne? Und das ist wirklich ein riesen schwieriges Thema. Vielleicht braucht man grundsätzlich, um unseren Sport überhaupt zu machen, speziell jetzt die Rennstreckenfahrer, die Straßenfahrer haben andere Risikofaktoren als die Rennstreckenfahrer, aber wir brauchen vielleicht schon so einen übergroßen Optimismus und auch ein gewisses Grundvertrauen in das, was wir machen oder in einen selbst oder in, auch in ne? Also so, bitte, ne? Tut mir nicht weh, also so ein gewisses Grundvertrauen. Ist einfach notwendig dazu. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Sturz hattest, den du nachvollziehen kannst, dann ist es relativ simpel, weil dann weißt du, aha, ich habe den und den Fehler gemacht oder der Reifen war kalt, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, kalter Slick vor der Achse, dritte Kurve, erste Runde, geht sich nicht aus. Dann weißt du, was du in Zukunft anders machen musst oder so nach dem Motto, genau dieser Fehler passiert mir hier zumindest kein zweites Mal. Und wenn du zum Beispiel, ich gebe dir ja viele Hausaufgaben hier auf, mit all meinen Videos, 5 Tipps für mehr Sicherheit, 5 Tipps für mehr Geschwindigkeit, für mehr sichere Rundenzeit, ne? Und die richtige Körperhaltung, die richtige Linie. Und das sind lauter so Faktoren, da kommt eines zum anderen. Und jeder Faktor ist eine Hausaufgabe. Und diese Hausaufgaben, wenn du gut gemacht hast, dann minimierst du das Risiko, dass du stürzt. Und dann kommt noch der nächste Faktor dazu. Selbst wenn du stürzt, kannst du dich quasi sichern in guten Lederkombi, im besten Fall mit Airbag, keine alten Reifen, Motorrad in Schuss, vielleicht auch ein Veranstalter auf der Rennstrecke, der nicht so viele Leute hat, der lieber ein bisschen teurer ist. Also da kann man schon sehr, sehr viele Faktoren ausschließen. Aber es bleibt immer noch ein Restrisiko. Und dieses Restrisiko will ich aber so gering wie möglich machen. Und ich sage mir immer,
okay, ich mache meine Hausaufgaben, ich kümmere mich um mein Moped, ich kümmere mich um meine Reifen, ich schaue, dass die Temperatur passt, ich schaue, dass der Luftdruck passt, den schaue ich teilweise fast vor jedem Stint, schaue ich den Luftdruck an, weil es könnte ja sein, dass mein Reifen ein Loch hat und ich kriege es nicht mit. Natürlich gibt es Ausnahmen und ich hatte jetzt erst wieder eine Ausnahme. Murphys Gesetz, wenn du einmal was nicht machst, dann passiert genau dann was. Umso ärgerlicher im Nachhinein, weil wenn man es verhindern hätte können und man hat es aber nicht, weil man vielleicht irgendwie gerade einen Kopf woanders hatte, würde ich nicht empfehlen. Sondern es ist, also, ne, Hausaufgaben machen. Ich habe auch nicht immer meine Hausaufgaben gemacht, aber in der Regel mache ich sie. Bei meinem ersten Sturz, der war sehr schnell, also von der Rundenzeit her, und da habe ich den Sturz verstanden. Ich bin auf der die Vorderachse ist mir eingeklappt, auf der Bremse bei 50 Grad Schräglage. Also es war sehr viel Druck auf dem Vorderrad und es war sehr schnell, war in einem Rennen. Und es ging halt mehrere Runden schon gut und dann ging es einfach nicht mehr gut. Dann war der Reifen überfahren oder es war zu heiß am Reifen. Aber es war für mich ein sehr, sehr guter Sturz. Es war mein erster Sturz, der aber sehr schnell war. Wir sind da in Misano 1 Minute 42 gefahren. War sehr zügig für einen Hobbyfahrer. Und es war für mich so ein richtiger Aha-Moment, weil ich wusste bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, wo hat das Vorderrad das Limit letztendlich. Ne? Und das war so ein Aha-Moment und es gab mir noch mehr Vertrauen in das Ganze letztendlich, obwohl ich gestürzt bin. Und ich konnte meine eigene Bestzeit am nächsten Tag sofort wiederfahren und auch nochmal unterbieten. Also das war für mich kein Problem. Aber es gehört schon auch dazu, also das muss man schon bedenken, es gehört dazu zu stürzen und man geht das Risiko ein, aber natürlich mach deine Hausaufgaben, dann minimierst du das Risiko. Wie kannst du jetzt in Zukunft zum Beispiel vermeiden, und das ist eigentlich so die größte Frage, denke ich, damit oder was kannst du tun dafür, dass du in Zukunft deine Stürze nachvollziehen kannst? Selbst wenn dir jetzt irgendwie eine Sekunde fehlt. Weil das passiert sehr schnell. Das Gehirn sagt, hier Schutzmechanismus, kurzes Blackout. Das ist normal. Das ist ein Schutzmechanismus. Ich hatte zum Beispiel mal einen Unfall auf der Straße. Ich bin einem hinten drauf gefahren und das war relativ zügig mit 100 km/h oder so. Und ich könnte nicht mehr sagen, wie es passiert ist. Ich weiß es nicht mehr. Mir fehlen 4-5 Sekunden. Obwohl mir nichts passiert. Ich habe mich nicht verletzt, aber trotzdem, mir fehlen 5 Sekunden. Ich weiß nicht, was war. Krass eigentlich. So bist du richtig vor dem Kopf gestoßen und denkst dir, verdammte Scheiße, warum weiß ich nicht mehr, was war? Wie ist das jetzt passiert? Wie ging das jetzt her? Und genauso ist am Motorrad auch. Desto schneller das ist, umso abrupter, umso überraschender, umso schmerzhafter vielleicht, umso weniger weißt du über das Ganze. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, um das Ganze im Nachhinein nachzuvollziehen und zu verstehen. Die einfachste Möglichkeit ist meiner Meinung nach eine Onboard-Kamera und ich zeichne einfach jeden Turn auf. Und wenn in dem Turn nichts war, dann lösche ich das, um irgendwie Datenmengen zu minimieren. Dann lösche ich das und gut ist. Ne? Aber wenn was war, dann kann ich es nachvollziehen. So war es jetzt beim Fritze auch. Fritze, guter Kumpel von mir, ist gestürzt am Pannoniering. Ich habe ihn gefragt, ich habe ihn vom Krankenhaus geholt und er sagt, ich sage, wo war denn das? Und er sagt, Kurve 5 und es war aber Kurve 2. Das heißt, er wusste nicht mal mehr, welche Kurve das war. Und er wusste nicht, ob es vorne oder hinten gerutscht ist. Er wusste es nicht mehr. Es war weg. Und anhand der Onboard konnten wir exakt feststellen, warum war es, was hat er falsch gemacht, wo war es und so weiter. Und somit kann er davon lernen. Und somit kann er ausschließen, dass ihm genau dieser Fehler nochmal passiert. Oder vielleicht nicht mehr so leicht passiert. Ne? Und das ist eigentlich so wichtig und deswegen lege ich dir einfach ins Herz, also entweder günstigerweise mit Onboard-Aufzeichnung oder im anderen Fall vielleicht mit so einem kleinen Data-Recording, da gibt es auch so Laptimer, die ein kleines GPS-Data-Recording mit drin haben, das kostet irgendwie 300-400 €, ich suche mal was raus und verlinke das. Ich kenne da ein paar Leute, die sowas haben, ich habe ja das von der Yamaha Original, die zeichnet sowieso immer auf, dann weiß ich immer, was Sache war. Aber ich denke, das ist absolut wichtig für dich. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Sturz hattest und du weißt nicht, warum das der war. Ja, wie soll ich dir jetzt da den Tipp geben? Also ich würde, du musst dich grundsätzlich die Frage stellen, wenn du jetzt sehr ängstlich bist und wirklich Angst hast, davor zu fahren, musst du dir die Frage stellen, willst du das überhaupt? Macht es Sinn, dass ich Geld dafür ausgebe, dass ich mich im Endeffekt in eine Situation begebe, vor der ich Riesenschiss habe und die mich eigentlich alle Nerven kostet und ich bin froh, wenn es vorbei ist?
dann macht es wenig Sinn. So, wenn du aber das Ganze trotzdem willst und sagst, okay, ich will diese Angst aber besiegen, dann mach die Hausaufgaben. Mit den Hausaufgaben kannst du so viel wie möglich reduzieren an Gefahr. Natürlich hast du trotzdem noch die Gefahr, dass dich einer abschießt, dass du auf Öl kommst, der Streckenposten sieht es nicht, du siehst es nicht, du fährst auf Öl, rutscht weg, brichst dir die Hand. Kann mit 50 km/h passieren. Also lauter so Sachen. Aber wie gesagt, wie schon wirklich gesagt, die Hausaufgaben und da, ich sehe so viel, weißt, ich sehe so viel wie mit 40.000 Rennstreckenkilometer auf 2 Jahre siehst du wirklich viel. Und du siehst, was Leute richtig und verkehrt machen. Und ich möchte behaupten, dass die meisten Stürze nicht zwingend technischer Natur sind am Motorrad, sondern hauptsächlich so die Thema Linie. Also Linie ist ein Riesenthema. Aber dazu habe ich dir schon so viele Videos gegeben. Du kannst dir meine Tracksheets holen, da steht wirklich die Linie drin. Mach bewusst Thema Linie. Da kannst du wirklich mit so viel mehr Sicherheit, so viel schneller fahren, ohne großen Aufwand. Wie ging es mir, wenn ich jetzt einen Sturz hätte, den ich nicht nachvollziehen kann? Ja, ich bin motocross-technisch schon ein paar Mal runtergefallen. Das habe ich jetzt nicht in meinen Superbike-Sturz einkalkuliert. Da fällst du öfters runter. Und da habe ich einen anderen Zugang zum Motorradfahren, weil ich durch das, dass ich als kleiner Junge schon immer Motocross gefahren bin, und da war das einfach normal, dass du da am Tag 2-mal runterfliegst. Das war einfach so. Irgendwann lernst du dich auch ein bisschen abzurollen und so. Und je nachdem, wie gelenkig oder flexibel du bist, wie sportlich du bist, hat alles einen Einfluss. Und ich vertraue grundsätzlich mir selbst, sonst würde ich das nicht machen. Ich gehe dieses Risiko ein und ich denke mir, okay, wird schon nichts passieren. Positiv, Optimist. Ich bin ein absolut grenzenloser Optimist. Okay, diesmal passiert nichts. Passiert nichts, nein, passiert nichts. Fertig. Regnet nicht, Sonne scheint, passiert nichts. Also nur mal so zum Thema, jeder von uns hat diese Problematik und das fährt auch mit. Und ich habe auch schon ein Video zu dem Thema Angst. Ich bin ja auch ein ängstlicher Typ, aber grundsätzlich ein Optimist und das hebt das Ganze wieder irgendwo auf. Also wenn du da draußen Angst hast vor einem Sturz, ist normal. Das hat jeder und ich denke, jeder Vollprofi, jeder Marquez hat das im Hinterkopf. Und du siehst von vielen, die in der MotoGP aus der Box fahren und machen hier Kreuzzeichen und alles Mögliche. Das ist normal, jeder hat Schiss, wir begeben uns hier in einen. Aber wir können es so sicher wie möglich machen. Und das sind die Hausaufgaben. Und du hast hier einen kostenlosen YouTube-Kanal, wo ich dir all diese Informationen, die so wichtig sind, einfach zur Verfügung stelle. Und wenn du die auswendig lernst und umsetzt und verstehst, dann hast du 80% deiner Miete hast du schon mal safe. Das ist eigentlich die Message. Mach die Hausaufgaben. Aber es ist ein schwieriges Thema, ich weiß. Und es passiert leider immer wieder. Und solange nur Material kaputt geht, ist drauf geschissen. Dann hast du, nein, es ist so. Material kann man bezahlen, kann man abarbeiten, kann man finanzieren, kann man sparen, was auch immer. Aber Menschenleben, Gesundheit ist schwierig. Also, zum Thema Motorradfahren. Es sind jetzt auch, falls dich interessiert, Spanien-Events von mir schon online. Für Valencia, Almeria. Ich gehe mit Spear Racing. Wir machen auch Transporte. Ich habe unten einen Link zu einem Video, wo ich dir erkläre, wie das funktioniert, wenn du in Spanien Motorrad fahren willst. Im besten Fall natürlich mit mir. Falls du da Interesse hast, da gibt es ab jetzt die Möglichkeiten, ab November Spanien zu fahren. Mit mir, falls du im Oktober nach Aragon gehst, gehen sehr viele. Es sind jetzt auch schon Tracksheets für Aragon und Almeria zur Verfügung bei mir. Auf der Homepage ist natürlich auch unten verlinkt. Bin ich schon sehr, sehr viele Runden gefahren in Aragon und Almeria. Ich denke, da kann ich nochmal so einen richtigen Input für dich bringen, damit du erstens A, sicherer, zweitens vielleicht auch schneller wirst. Okay, das war's für mich. Schreib's gerne in die Kommentare, was du zu dem Thema Sturz erlebt hast. Hast du es im Kopf? Hast du es rausbekommen? Wie hast du es rausbekommen? Lass uns vielleicht voneinander etwas lernen. Ich denke, dass du auch dem einen oder anderen, der den Kommentar liest, vielleicht auch weiterhelfen kannst. Wir sind doch alle eine große Familie, Familiengemeinde im Motorsport. Wir sollten zusammenhelfen und nicht gegeneinander arbeiten. Das war's von mir. Ich würde mich natürlich auf ein Abo freuen und einen Daumen hoch. Bis dahin und ciao.